Moin moin Leute, der Eska ist wieder da mit einer weiteren Folge Paladins Siege Serpent Beach mit zwei Masterkollegen, einem Torwald, einem Aldamba, einem Platin Lex und einem Moji. Gegen eine Inara, eine Ying, einen Victor, einen Drogos und einem Aldamba. Double Support, Double Damage, Single Tank. Kann man mal machen, auch mit zwei Meistern am Start. Und ja, müssen wir mal gucken. Wir gehen nämlich mit der guten Tyra heute auf eine kleine Party. Und zwar auf die Hunting Party. Jawohl, die Hunting Legendary werden wir heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen mit einem passenden Deck dazu. Was soll man zu den Gegnern noch sagen? Also auch zwei Master, ein Dia, ein Platin, ein Gold. Eigentlich genau wie unser Team, nur Gold und Unrained, aber naja. Level 15 Moji sollte auch schon fast wissen, was zu tun ist. Wie gesagt, Hunting Party wird unsere Legendary bzw. unser Talent sein. Also, die Kollegen werden jetzt auch mit dem 25% Bonus Damage auf das gemarkte Target ja, oder profitieren von den auch 25% Bonus Schaden und 2 Sekunden Cooldown Reset. Dazu Hunt Them Down. Wir spielen mit Hunting Season Level 4. Wenn wir das gemarkte Ziel töten, kriegen wir 800 AP wieder. Favored Quarry, der Mark ist 2 Sekunden länger. Tracker, wir bekommen 10% Movement Speed, während Hunter's Mark aktiv ist. Ranger auf 5, Cooldown nochmal um 5 Sekunden runter. Und Primal Might allgemein alle Cooldowns um 20% nach unten. War das jetzt so clever? Na ja, gut, ich wollte gerade überlegen, ob wir Wrecker brauchen, aber Wrecker brauchen wir definitiv nicht gegen das Single Inara. Oh, da ist sie down. Wollte hier mich jetzt von hinten ansneaken. Schön, Bonusprozente. Lasst euch den Bonus Damage schmecken. Oh. Verbrennt er noch? Verbrennt er noch? Verbrennt er noch? Nope. Will er nochmal rauskommen? Will er nochmal rauskommen? Ich weiß es nicht. Lex klärt auf jeden Fall so ziemlich alles. Ja, macht mal eben easy triple. Enemies on the point? What? Nee, nee, da ist gar nichts mehr on point. So, gucken wir mal. Lex rasiert einfach alles weg, keine Ahnung. Also wir haben hier eigentlich gar nichts zu tun. Müssen wir auch dabei sein. Wäre natürlich eine Skinesse oder ein Strix sehr nice, der da mal mit Damage machen kann. Aua. Dankeschön, danke Damba. Ah, 96% Ulti-Charge haben wir schon. Der Drogos ist da oben, den hoffen wir. Jo, sauber, sauber, sauber. Oh, unsere Fire, was pickt. Das ist, glaube ich, Drogos seine Combustible Legendary, die immer so nachtickt. Das ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Oh. Danke, danke. Da ist noch eine Ying. Die fangen wir uns auf, damit die bloß nicht explodiert. Ja, Lex gönnt sich da auch genüsslich sein Leben. Ja, was hat er für eine Streak mit 7 da nur? Ist er mal gestorben oder was? Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Auf jeden Fall läuft, ob das jetzt das Deck ist, das Team ist. Ja, es wird das Deck sein und natürlich auch meine Kompetenzen, die uns hier in Easy 2-0 eingebracht haben. Wir sind ja immerhin auch auf einer 7er Streak. Wobei, nein, ich nehme das, den Wind da wieder aus den Segeln, nehme mich hier zurück, gebe unserem Lex ein bisschen Bonus Schaden, indem wir hier die ganze Zeit schön marken. Da hat Maldamba die Karte drin, dass wir schneller werden. Ja, ne? Ja, 35% extra Movement Speed, wenn er uns heilt. Das merkt man. Hat der Grandpa das auch drin? Ja. Kriegen wir auch 20% extra. Also wenn wir da zusammen die Bubble und die Maldamba hier haben, nochmal 55% extra. Und wenn wir da nochmal ein Hunters Marke geben, haben wir nochmal 10% on top. Now.
gegnerische Ying ja nochmal mit der Ult. Aber irgendwie sind schon wieder alle tot. Madamba haut da irgendwo nochmal eine Ult rein. Keine Ahnung, wo er ist. Killt Moji damit irgendwie. Ja, Lex, das hatte ich auch vor. Gut, du machst es schon. Oh, warum durfte ich nicht marken? Ich hab ihn zu wenig gesehen. Hm, was war das für eine Ult? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Danke, 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 danke. Oh, hi. Und da geht eine Inara aber auch mal ganz schnell drauf. Sogar mit Mother of Grace. Also wenn sie da von jeder Damage Source einfach mal 25% mehr Damage kriegt, ist das natürlich schon heftig. Hat er letztes Mal gestorben? Ah, Movement Speed schmeckt. Kriegen wir mal von hier hinten rum. Torwald, Uldi, wie viel hat er gekillt? Ein? Zwei? Oh Mann. Oh, tut Legendary bei Moji auch nochmal ein bisschen Healing. Danke, danke. Er scampert für mich. Ja, Drogos hat auch nochmal rausgeguckt. War jetzt nicht allzu clever von ihm. Aber ist jetzt halt so passiert. Och nö. Boah, Aerial Hit! Aerial Hit! Irre! Ja, GG! Ha! Das ging jetzt schnell. Das war ein sogenannter Stomp, würde ich mal sagen. QQWPPY. Oder Y? Könnte ein Smurf sein, so wie er gerockt hat. Würde ich vermuten. Ein Smurferino. Haben wir Most Damage, ja, aber nicht so viel wie Lex. Also von daher Silber, wie erwartet. Lex wahrscheinlich mit mehr und... Nee. Moji mit mehr, okay. 6-0-8 sind wir rausgegangen. 3x0 Eliminierungen bei den Gegnern. Einmal, ich weiß jetzt nicht. Holy Mango war auf jeden Fall der Master. Die Inara war Level 40 und Platin. Nein, dann weiß ich schon gar nicht mehr, wer was war. Ich glaube, der Victor war der Gold. Und wer von den beiden, ich glaube Ying war Dia und ich glaube der Drogos war auch Master. Sie müssen aber eigentlich Bots gewesen sein, wobei Dex und Legendaries wurden ausgewählt. Mysteriös, mysteriös, also auf God Rise 2 haben wir es geschafft, ja GZ. Und das ist auf jeden Fall nochmal unser Deck gewesen. Ich glaube das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube Hunting Season könnte man gegebenenfalls tauschen. Weil so oft macht man, gerade wenn man Hunting Party spielt, nicht selber die Kills. Man gibt halt den Bonus Damage an alle Mates über. Und daher Hunting Season vielleicht tauschen mit Munition oder HP, ich weiß es nicht. Allgemeine Cooldown Reduction brauchen wir sonst nicht mehr. Haben ja allgemein 20% bei einer Eliminierung. Eliminierung haben wir halt schnell. Muss man nur mal kurz irgendwie treffen und dann hat man das schon mit der Eliminierung drinne. Oder einer muss mal durchs Feuer laufen, keine Ahnung. Von daher Hunting Season gegebenenfalls tauschen. Ansonsten, ja, das ist das Deck wahrscheinlich nicht schlecht. Aber wir hängen einfach nochmal ein Spiel hinten dran, würde ich sagen. Und sehen uns dann gleich nochmal in der zweiten Runde mit der Hunting Party. Bis gleich. So, da sind wir auch. Ladebildschirm, zweite Map. Splitstone Quarry wird es sein. 4 Dias, ein Gold gegen 3 Dias, ein Master, ein Grandmaster. Double Tank, Double Sniper, Single Heal mit Ying. Müssen wir mal gucken, ob wir da was machen können. Also wie gesagt, Hunting Party wird wieder gewählt. Hunt Them Down ist erstmal noch unverändert. Zweiter Blick muss ja immer auf Deck gemacht werden. Also noch mit Hunting Season auf 4 drinne. Es war Ruckus und Fernando. Wen hatten wir denn? Haben wir da irgendeinen, auf den sich Wrecker mehr lohnt als auf mich? Erstmal nein. Was man noch sagen kann, wir spielen dazu mit Double Flank, also Androxus und Sinn. Single Tank, Single Heal. Aber starker Frontliner und starker Single Healer. Die Ashe ist schon auf Wrecker gegangen. Machen wir mal gerade rein, ob wir einen zweiten Wrecker nehmen sollen. Das ist ein Fireball. Ja, wahrscheinlich nicht. No. Also Cauterize. Jetzt müssen wir gucken, ob wir ein bisschen safer spielen, um den Snipern ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Oder ob wir relativ aggressiv einfach nur den Point spielen.
let's play for real, guys. Ja, revealed, so eine Scheiße. Na, und der Strix, er wusste es? Warum gibt's die Deathcam nicht mehr, Mann? Ich frag mich so oft, was passiert ist, und es ist ein richtig aggressiver, flankender Ruckus, obwohl er ohne Advanced Legi spielt, sondern nur mit der, oder in Anführungsstrichen nur mit der Rocket Launcher Legi. Ist er hier oben wieder bei uns? Ich glaube nicht, ich glaube, er steht on point. Das ist ein richtig aggressiver Ruckus, wie es aussieht. Lass ihn mich killen. Oh, da haben wir die Rockets wieder ready. Ha! Kein guter Start, aber es ist noch nichts verloren. Wir müssen irgendwie nur die Sniper an die Nüsse kriegen. Ja, am Point will Ash nicht gehen. Und irgendwer burnt da wahrscheinlich eine Yin Illusion. Yo. Puh. Ich hätte zwar gern gekillt für die 800 HP, die ich jetzt echt gebraucht hätte. Was brennt denn da noch? Kann ja nur eine Yin Illusion sein. Nice, haben wir das Ding. Ah, sorry. Oh, oh, gegen den Boy im Nahkampf ist gefährlich. Och Mann, was war das denn für ein Knockback, Ash? Danke, danke, danke. Cauterize 2 können wir erstmal mitnehmen. Gegnerische Yin zieht die Ulti, wir haben ja keine. Und Time to Take Charge müsste dem... wie sagt man, dem aufgepassten Zuhörer schon aufgefallen sein, dass das die Ulti Sound der Guten Yin ist. Feuer schmeißen. Och nö, da sterben wir. Ein Hit und ein flankender Nendo, da haben wir gar keine Schnitte gegen. Aber so überhaupt mal gar keine Schnitte gegen. Ich frage mich, ob der Andy schon mal einen Kill gemacht hat. Eben, nehmen wir uns erstmal mit. 7% sind schon mal 7%, die wir definitiv brauchen gegen zwei starke Sniper. Er hätte auch lieber Wrecker mitnehmen sollen. Würde ich. Aua, klar. Wo sieht sie denn wieder meinen Fuß und ich sehe sie gar nicht? Richtig fair. Irgendwen gemarkt kriegen. Warum kann ich sie nicht wieder marken? Doch jetzt. Oh Mann, warum hat der erste Mark? Ich hasse es, wenn man nicht marken kann, wenn man nur die Hälfte vom Körper irgendwie sieht. Das ist ganz komisch manchmal. Dass man dann einfach nicht. Das ist bei Torwald genauso. Wenn man einem Kollegen das Schild geben will und manchmal den Buddy nicht komplett drauf hat, dann geht's einfach nicht. Das ist richtig beschämend. Overtime, hurry your butt up! Gather round. Was passiert hier? Oh, da ist schon wieder Nando hinter uns. Eieiei, aber Sinn schiebt das allein nach Hause? Na, juhu! Sindu, Alter! Sinn MVP! Sehr stark gemacht. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal drüber aufregen, dass dieses scheiß Hunters Mark nur dann funktioniert, wenn man den Gegner irgendwie zu mehr als 50%, mehr als 70%, keine Ahnung, was man sehen muss. Aber gerade oben die Kinesa, ich habe das Köpfchen gesehen, ich konnte ihr Schaden machen, aber das Hunters Mark
Konnte ich nicht drauf machen. Ich weiß nicht, welchen Part man genau sehen muss, damit es klappt. Und wie gesagt, das gleiche Problem haben wir bei Torwald auch, dass man nicht immer das Schild geben kann, die Protection Bubble, wenn irgendein Körperteil durch irgendeine Ecke oder so verdeckt ist. Und ich kriege nie raus, welche das ist. Oh, Wrecker 3 schon. Ach du Scheiße. Jeder Credit ohne Ende. Okay, dann machen wir Master. Danke. Ich weiß gar nicht, welche Szenen wir gemacht haben. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Kommen wir hier nochmal weg. Danke. Scheiße, ich habe Zeris geopfert. Das war nicht sehr klug. Oh, mach den Bonus Damage. Schön, Andy. Sehr gut. Oh, da oben ist wer. Rukus müsste das sein mit 138er Ticks. Ja, wenn man natürlich die vollen HP von allen kennt. Oh, ja, oh Mann, Fail Ult. Da wusste ich nicht, dass da ein Ruckus reinfliegt. Naja, passiert. Und da countert seine Ult unsere dann doch ein bisschen zu stark. Unser Tank ist down, ist nicht so geil. Wir gehen nicht hier oben lang. Runter vom Punkt. Ist da? Keiner? Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schaden machen, Schaden machen, Feuer schmeißen. Macht Schaden drauf. Sehr schön. Wir spielen jetzt hier Supporter. Wir geben einfach nur Damage Boost für die Mates. Was ja nicht immer schlecht ist. Ins Feuer. Aua. Danke. Danke, Zeris. Oh, oh. Da, ich konnte schon wieder nicht marken. Oh, schön, wo die abprallt. Schön, wo die Firebomb abgeprallt ist, da an der, Ecke. Nice. Core Race 3, schon mal da. Haben wir die ersten mit Core Race 3. So muss er sein. So mag ich mich. Der vorne raus? Ne, oben steht er. So, jetzt sehen wir den Kollegen schon mal. Damage, Damage, Damage. Das ist natürlich jetzt super mit der Ulti. Oh, oh. Und einer Kinessa oben am Dach. Da müssen aber auch die Flanker mal mehr mitarbeiten. Ganz ehrlich. Wobei, da haben wir. Wobei, Androx ist der perfekte Flanker, ist gerade gegen zwei Sniper. Vielleicht wäre sogar eine Sky besser gewesen. Juhu! Verbrenne! Woo, er ist verbrannt! Haben wir zwei Gegner down, aber Ashe ist vorne gestorben. Das ist nicht ganz so sexy. Schön. Stand da ein bisschen in meinem Feuer. Na, mal gucken, was wir jetzt wieder sehen. Müssen wir mit zum Marken? Ah, von mir. Ich war doch schon locker hinter der Stufe. Aber naja. Helden 2, doch, Helden 2 müssen wir haben. Blast Shield war jetzt keine Option, nur wegen Fernando und der Andy Ult. Ach Quatsch, Andy ist ja bei uns, wegen, ja, nur wegen Fernando. Ah, jetzt habe ich schon wieder den Mausbug. Nice, ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Jetzt geht's wieder, sehr schön. Ich hätte nämlich gerne noch Ruckus gekillt, um mir 15 bis 40 Credits mitzunehmen.
15 für den Assist bis zu 40 für den tatsächlichen Kill. So sind wir jetzt ohne Bonus-Credits da rausgegangen. Bisschen schade. 16-10. Schon schlecht. Muss man leider sagen. Ich glaube, Zeris macht einen guten Job. Ash hätte vielleicht, ja, wobei Rejuvenate hätte auch nichts mehr gebracht. Zweimal Cauterize 3, zweimal Cauterize 2 und einmal Cauterize 1. Bei den Gegnern, das ist schon heftig. Was hat er überhaupt genommen? Ambush. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber okay, jedem das seine. Reposition, sehr starke Legi. Life Exchange. Geht so, Scorch und Rocket Barrage als Standardkarten. Wo ist er denn? Hey? Ja, ja, ja. Ich konnte schon wieder nicht marken. Ja, als tot war er dann gemarkt. Sehr schön. Sehr schön. So muss es sein. Andy mit dem Kill auf Strix. Sehr gut. Kinesa auch down durch die Zeris Ult. Das ist so gut, dass es reichen könnte. Wobei beide Tanks am Leben und der Healer. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber natürlich. Er dürfen die Mates Schaden machen. Nächsten Strix erstmal gemarkt. Sehr schön. Was machen wir denn da Schaden? Ach, an den Oppressor meins machen wir da die 3 Schaden. Oh, Time to Take Charge kommt da auch nochmal. Sehr schön. Ne, diesmal nicht, Mate. Sehr schön. 800 extra HP. Ja, GG! Und gewonnen. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir oben noch den Molly getroffen oder so. Keine Ahnung. Ich denke, Ruckus. Nee, Andy hätte einen Top-Play bekommen. Ich dachte, Ruckus hat auch immer einen Triple gemacht mit seiner Ult. Meine ich. Könnte sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ach, da sieht man auch den schönen Bug. Da stehen wir unten alle wieder auf dem Point. Most Damage haben wir gemacht. Mal wieder. That Sniper Flank Team tried to kill me 80% Safe Time. Okay. Gegnerische Ying mehr Schaden als unsere Zeris. Okay. Nicht schlimm. Eigentlich haben wir nur Bronze Damage. Das heißt, Andy und Ash haben mehr gemacht. Würde ich jetzt schätzen. Andy und Sinn. Ash dann doch nochmal 15.000 unter uns. Weil gerade mit Slugshot hat sie ja gespielt. Macht man eigentlich Damage ohne Ende. War auch 12-mal tot. Gut, wir 11-mal. Genau wie der Sinn. Zeris und Andy konnten 8-mal. Oder mussten nur 8-mal das zeitliche segnen. Kinesa nur 5-mal. Und Strix auch 9-mal. Strix nicht so. Wobei alle sehr souveräne Damage-Zahlen außer Ying. Und ich denke mal, wenn man so die Zahlen sieht, würde man erstmal glauben, dass das andere Team gewonnen hat. 55, 60, 50, 55, 100.000. Da kommen wir irgendwie nicht so ganz hinterher. Aber naja, wir haben trotzdem gewonnen. So soll es sein. Vielleicht waren wir schneller auf Cauterize 3. Keine Ahnung. Ash natürlich auch gut mit Wrecker 3 da unterwegs gewesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Spiele mal gemacht mit der Hunters Party Legendary und einem Loadout. Ich glaube, Hunting Season hat uns doch 2-mal, glaube ich, den Popis gerettet. Und daher vielleicht doch drinnen lassen, keine Ahnung. Ich werde aber auch nicht so viel Tyra spielen wahrscheinlich, um das so ausführlich berichten zu können in der Zukunft. Auf jeden Fall lasst mir weiterhin Ideen da, Vorschläge da, gern auch Tipps da. Ich denke mal, es gibt auch Zuschauer, die definitiv noch besser sind als ich. Da möchte ich natürlich auch mich gerne stetig verbessern und nehme deswegen gerne Tipps an. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Der Eskas ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.